So, seid ihr bereit für die Wahrheit? Also, nach 3 Wochen keiner Pflege sieht es hier so aus. Ist jetzt gerade fast schon hellste Lichteinstellung. Also, man sieht, der Boden ist schön voll mit Grünzeug. Und hier auch teilweise, ich habe gestern schon ein bisschen die Scheiben sauber gemacht, dass ich ein bisschen Überblick kriege. Die Pumpe war aus, die war als Backup, hatte ich aber dann nicht mehr gesehen. Hier hat sich viel angesammelt. Ja, in dem Grünzeug ist auch einiges drin an Moos und so. Und hier auch leider ganz schön verdreckt. Da kommen scheinbar die Schnecken nicht hin, weil hier drüben oder die Krebse ist alles echt top. Heute Morgen waren da die Roten auch auf. Ich denke mal, jetzt ist da irgendwas drüber gelaufen. Ja, schauen wir mal. Ich wollte euch ja heute mal einen Blog machen, weil ich finde das immer toll. Und hier, was ich toll finde, es kommen endlich Kalkrotalgen. Das heißt, da. Ja, kommt das auch bald? Das soll ja auf dem Boden wachsen und das sieht man da schon an manchen Stellen. Deswegen muss ich bei der Reinigung des Bodens ein bisschen aufpassen, weil ich diesen cleanen Boden eigentlich total toll finde. Auch wenn ich vielleicht ein bisschen Sand reinmache, weil ich ja Grundeln haben möchte. Schauen wir mal alles Step by Step. Aber hier die wachsen. Schaut euch das an. Da sind neue Köpfe gekommen. Also da bei der 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Köpfe. Und da sind bei der, wo ein Kopf war, sind auch neue gekommen. So, ich höre mal eben auf. Die Kinder kommen nämlich wieder und dann palabern die noch zwischen. Ich werde jetzt erstmal Wasser gleich ansetzen. Dann nehme ich euch mit. Hier unten mit dem Stein. Der hat nämlich die Kalkrotalben mitgebracht. Finde ich sehr gut. Und hier sieht auch alles toll aus. Bis auf den Dreck halt. Aber das ist halt auch ein Aquarium. Ne? Das lebt. Das ist nicht immer alles clean. Aber ich finde die Entwicklung. Jetzt ist eigentlich gar nicht so schlimm, ist halt nur ein bisschen Algenwuchs, ne? Da kamen die Schnecken halt nicht hinterher. Muss ich ein paar mehr Verbraucher dann einsetzen. Das reguliert sich ja dann irgendwann ein. Genau, ansonsten Wasser wurde immer regelmäßig nachgefüllt. Hier oben, das habe ich neu gemacht. Das soll so ein bisschen wie so ein die Karmhaut abziehen. Hat leider nicht so gut funktioniert. Der Filter war dann zu. Deswegen hat sich hier auch dann so eine Grünalgenschicht gebildet, die muss ich dann auch runter machen. Aber real life hier, Leute, weil ich finde, es sieht gar nicht so schlimm aus. Ne? Es ist ein Wir haben jetzt das Meer ja gesehen, das war eigentlich ganz ähnlich. Da war auch ganz viel Zeugs und hier der Stein sieht ja top aus. Ne? Also, es ist wirklich nur da, wo die Tiere scheinbar nicht hinkommen. Und hier auch die roten Algen sehen auch top aus, bis auf hier. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall ein längerer Vlog. Ich hoffe, das gefällt euch. Und dann legen wir dann mal los, wenn später das Wasser gemacht ist. Also und hier ist ja mein Nachfüllwasser gewesen. Ich hatte hier eine Kamera auf dem Stuhl. Da habe ich dann immer die Temperatur gesehen, weil wir wussten ja nicht, wie warm es hier drinne wird letztendlich. Weil im Sommer hatte ich das ja noch nicht dran. Und ja, hier war das Nachfüllwasser ungefähr bis hierhin. Und er hat es bis zuletzt rausgezogen und ich hatte noch einen Filter drin, dass es umgewurstelt wird. Ups. Und ja, eine Fliege hat es natürlich reingeschafft. Ich werde das auswaschen. Ich hatte das nochmal schräg gestellt, weil der gestern nochmal nachgefüllt hat. Und dann werde ich das nach unten nehmen und da kommt dann das frische Nachfüllwasser rein. Ja, und hier drüben sieht man auch, dass die wächst da. Jetzt kommt, jetzt frage ich mich nicht nach dem Namen. Ich komme gerade wieder nicht drauf. Also hier wächst alles echt gut. Und ja, jetzt ist das Licht ja auch erst 1,5 Stunden richtig an. Das heißt, sie müssen ja auch erstmal aufgehen. Und hier sieht man halt ganz deutlich, dass überall Algenwuchs ist. Und hier ist es halt durch die Ecke ganz schlimm. Aber ich musste die Koralle hier in die Ecke schieben, weil die richtig dolle zu der Pumpe oder zu dieser, zu diesen nicht Pumpe, ihr wisst schon, zu dem Rotor hat sich bewegt und ich hatte, wie sieht man es, und ich hatte keine Lust, dass sie dann da drinnen gefressen wird und vielleicht noch die kaputt macht. Deswegen habe ich die hier weiter rüber geschoben. Aber die Fische sehen ganz, ganz gut aus, gut genährt. Ich würde mal sagen, der Ehheim, ein bisschen eingestaubt, hat seinen Dienst gemacht und hier ein bisschen Salz, weil das hier halt Luft gezogen hatte, die Pumpe aufgrund des Abziehers, aber hier von oben. Also ich finde, das sieht echt top aus. Kein Ausfall, keine Koralle weiß. Was mit der da ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Beobachten wir mal.
die könnte es etwas abgekriegt haben, aber ich warte da immer ab, weil manchmal haben auch Korallen so eine Phase, wo sie sich häuten, habe ich mir sagen lassen. Deswegen schauen wir erstmal. Die sehen auch noch top aus, die Fische. Kein Verlust. Und da freue ich mich auf jeden Fall, dass die Monty und die Pora-Platte da nämlich gerade anwächst, weil ich war mir erst nicht sicher, ob der Platz geeignet ist. Aber das sieht richtig toll aus und da sieht man auch nochmal, dass neue Köpfe kommen bei den, ja, ich muss erstmal wieder die Namen finden. Überall neue Köpfe, ich freue mich so, da habe ich mich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Nachfüllwasser, dass ich hier dann auch einen schönen Wasserwechsel und eine Reinigung machen kann. Und ein kleiner Spoiler, hier in dem Aquarium sieht es auch sehr gut aus. Man sieht die Anubia, die sind ja über Wasser gewachsen, die sind ein bisschen gelb, die Blätter mache ich ab, aber sonst sieht das Becken aus, als hätte ich es gerade erst sauber gemacht. Also richtig gut. Ein paar Stängelpflanzen haben sich hier ansaugen lassen, sind ein bisschen, ja, da hinten kommt kein Licht hin, schade. Muss man wieder ein bisschen stärker stellen, ich hatte das ja runtergestellt. So, gucken wir mal, was da jetzt passiert die Tage. Das ist natürlich blöd gelaufen, aber das passiert leider, wenn man da so eine Wurzel davor hat und das Licht ist halt hier so ein bisschen schräg drauf. Ja, hätte ich eigentlich dran denken müssen, aber manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Ansonsten hier sehr wenig Algenwuchs, eigentlich gar keiner. Wie gesagt, die Blätter, dass sie gelb werden, ist normal. Wobei es auch sein kann, dass es ja mit dem Licht da nicht so richtig passt. Müssen wir uns mal beobachten. Aber hier schon mal ein Spoiler für euch. Denn ich weiß ja, die Videos kommen Step by Step und ich denke mal, den Vlog werde ich so zwischenschieben. Hier seht ihr aber schon mal das Ergebnis als Entschuldigung. So, hier ist meine Box und da läuft das jetzt rein. Ich muss ja auf jeden Fall jetzt bestimmt 5-6 Stunden warten, bis der so 60 Liter hat. Das wechsle ich immer, vielleicht wechsle ich auch mehr. Ihr seht hier so eine IKEA-Box. Und da läuft das erstmal rein, das bleibt da ja nicht lange drin. Dann mache ich eine Heizung rein und dann, ja, jeder seinen Gang. So, hier stehen schon vom letzten Mal noch die ganzen Eimer rum. Ja, kann ich euch ja mal meine Reinigungssachen zeigen. Das ist ja dieses Teil. Dann habe ich hier diesen Sauger mal mitgekriegt. Der geht echt gut. Und natürlich Babyzahnbürste und die obligatorische Spinne, die wegrennt. Weil man hier ja ein paar Tage nicht drin war. Und mein Soul soll dir etwa zeigen. Okay, kann ich nicht. Das ist aber so ein dicker Sack. Der ist von Dupla Mariten. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ist jetzt nicht das teuerste und das beste, aber für meine Zwecke reicht es vollkommen aus. Und ich kann es mir bestellen. Das ist das Wichtigste. Ansonsten habe ich früher das hier mal benutzt. Ist jetzt aber irgendwie nicht mehr im Angebot gewesen. Also ich kaufe das meistens dann im Angebot, wenn es das hier gibt. Genau, aber ansonsten nehme ich klassisches Salz von Dupla Marin. Nichts Besonderes. Hat die richtigen Werte für meine Korallen, deswegen nehme ich das. Und da habe ich bisher keine Probleme gehabt mit irgendwelchen Ausfällen oder zu viel von irgendeinem Mikronährstoff. Also das ist echt gut für halt diese Sache, dass man regelmäßig Wasserwechsel macht und mit All for Reef dosiert. Genau. Sehr hartnäckig, aber ich krieg's weg mit dieser Bürste. Am Boden in die Ecken kommt man damit auch super rein. Ich weiß gar nicht, mein Papa hat die mir mal überlassen. Also, ich habe hier ein bisschen was zu tun. Mache ich mal jetzt mit zwei Händen weiter. Und auffüllen. Schauen wir mal, wann das Wasser kommt. Ja, so natürlich Vorführeffekt. Jetzt läuft es, also es läuft auch nicht schneller, kommt aber hier aus dem Keller, also vollkommen okay. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt alles gemacht habe. Es ist natürlich jetzt trübe und alles,
Also ich habe alle Scheiben sauber gekriegt, habe hier auch die Kanten, man sieht es, schön sauber gemacht. Und habe die Insel von dem ganzen Grünzeug befreit. Ich werde dann mal gucken, ob ich da noch die Algen rauskriege. Jo. Hier hat sich nicht viel getan. Die haben sich jetzt natürlich verpuzzelt alle. Hier habe ich das wieder zurückgetauscht auf den alten Korb. Muss ich dann mal gucken. Jetzt, ihr seht aber, die Pumpe läuft sehr gut. Jo. Ansonsten habe ich auf der anderen Seite das gleiche gemacht. Hier werde ich die Pumpen gleich noch von diesem Grünzeug befreien. Dann habe ich hier auf der Seite der Stein hier, der ist mir schon länger ein Dorn im Auge. Ich bin am Überlegen, ob ich die Koralle umsetze und einen anderen Stein nehme. Ich habe hier nämlich noch ein paar schöne Steine. Mal schauen. Denn ich möchte bald Grundeln halten, also es dauert noch ein bisschen. Deswegen habe ich auch ein bisschen ja, Steine schon drin, dass hier ein bisschen Schritt für Schritt alles in Schwung kommt. Ich habe auch schon so kleine Lebewesen gesehen, die in den anderen Aquarium mit Sand immer da waren, aber jetzt halt scheinbar nicht da waren, weil was auch immer. Ja, hier die Calostrea oder wie die heißt, die war eigentlich hier immer in der Mitte von diesem Stein, da genau in der Mitte. Die ist abgefallen mal wieder, hat der Kleber nicht gehalten. Ist nur bei der so, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen der Hebelwirkung. Die habe ich da jetzt erstmal in so einem alten Schneckenhaus, was kaputt ist, reingeparkt. Muss ich mal überlegen, ich mag ja hier diese Algen, diese roten Algen, sind super schön. Die habe ich aber hier auch dran, also die habe ich sehr viel, aber vielleicht kommt ja noch ein Meerwasser-Aquarium dazu, das weiß man ja halt immer nicht bei mir. So, dann blubbert das auch nicht mehr so. Ja, ansonsten habe ich es echt gut sauber gekriegt, ich habe jetzt hier noch einen Filter reingesetzt, dass hier wirklich jetzt noch das letzte rausgefiltert wird. Ihr seht hier hinten, das Wasser ist schon echt schön klar geworden. So, das hatte ich alles rausgeholt, 30 Liter. Lasse ich mir immer hier als Backup. Mal gucken, ob das gleich reicht, das Wasser, was ich angesetzt habe, oder ob ich nochmal was nachmachen muss. Da ist der Pflanzenrest drin und da ich Schnecken brauche, habe ich jetzt hier Futter reingemacht, in der Hoffnung, dass vielleicht dann ein paar aus dem Kraut noch rauskrabbeln. Wäre natürlich schade, so Lebewesen wegzuschmeißen. Deswegen hoffe ich, dass noch welche kommen. Und ich werde, glaube ich, hier auch noch ein bisschen reduzieren. Und ja, wenn unten dann alles voll ist und das Becken voll ist, dann werde ich hier die ganzen Pumpen anordnen. Achso, die habe ich neu rangemacht. Das war ja der Ersatz im Urlaub, falls die ausfällt, dass ich die dann über Smart-Stecker zuschalten kann. Ich hatte ja hier meine Kamera, habt ihr ja gesehen. Und ja, hat alles, wie gesagt, super funktioniert. Musste es auch nicht anstellen, obwohl die Pumpe dann scheinbar ausgegangen ist. Aber irgendwie 2-3 Tage vorher habe ich dann nicht mehr nachgeguckt. Habe ich vergessen, wirklich. Aber war nicht so schlimm. Hat jetzt das Becken jetzt nicht beeinträchtigt. Aber sollte es Anfang des Urlaubs kaputt gehen, hätte man dann hier. Ist auch eine ganz billige von Amazon. Habe ich mir einfach als Backup bestellt. Eigentlich wollte ich auch nur diesen Magneten für hier das Ding, weil das hängt ja bei mir hier immer so rum. Weil diese Saugnäpfe funktionieren dann halt irgendwann nicht mehr. Und ja, aber den lasse ich jetzt mal hier, weil hier in der Ecke hat sich ja immer was an Unrat angesammelt. Also das hier steht eigentlich auch weiter drinne. Das hatte ich ja rübergeschoben, wegen dass die Weichkoralle da nicht in die Fänge da kommt. Das hat sie nämlich schon mal gemacht und ja, da waren dann die Finger weg. Das ist natürlich ärgerlich, wenn die Koralle dann so kaputt geht. Ich werde die auch noch mal teilen und so. Das ist alles in Planung, aber muss ich mich erstmal richtig einlesen. Genau, also der Stein ist, oder wie alle Steine, sind hier alle extra verschiebbar. Aber hier dieser ganze Mist hier, guckt euch das mal an. Ah, so kacke, ne? Und auf dem mittleren Stein, der mir ja am besten gefällt, ist das nicht. Ich weiß auch nicht, ob hier die Viecher nicht raufgehen oder was. Die Frechen, die das eigentlich wegmachen sollen, die Schnecken und alles. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich genügend Schnecken drin, also das ist auch nicht das Problem. Deswegen hoffe ich, dass diese Pumpe, wenn ich die hier so ein bisschen runterstelle, dass sie da diesen Unrat immer wegpustet, dass der dann auch, ja, und hier seht ihr, was ja innerhalb von 5 Minuten sich ansammelt, dieses ganze kleine Zeug, so, das schmeiße ich dann da in den Extra-Eimer. Das muss ich jetzt natürlich ein paar Minuten machen. Ach, guckt mal, das geht mit dem Finger weg, ich sag's euch. Naja, genug gelabert. Ich zeige euch das Endergebnis, denke ich mal, heute Abend oder morgen. Mal schauen. Ach, hier sind die Kleinstlebewesen, da sieht man sie.
Ne, sieht man nicht so richtig. Aber was ist das? Oh, das ist so ein Wurm. Das ist ein kleiner Borstenwurm, der tot ist. Aber halt, es gibt noch andere Kleinstlebewesen, die so aussehen wie kleine, ja, Hüpferlinge, Garnelen oder so. Die sind immer gut, weil die können auch den Boden so ein bisschen reinigen. Na? Warten wir erstmal ab, wie sich das jetzt hier wieder entwickelt. Nach einem Wasserwechsel und nach so einem starken Wechsel und Saubermachen ist natürlich dann erstmal wieder alles aufgewirbelt und alle Tiere sind dann erstmal wieder durcheinander, obwohl die kennen das ja jetzt schon. Aber ich bin da immer achtsam mit und beobachte die Tiere dann danach erstmal ein bisschen. Jo, in diesem Sinne warte ich mal, bis das Wasser leer ist und dann passe ich alles an, dann stelle ich noch ein bisschen Nachfüllwasser her. Das muss ich nachbestellen, hatte ich mir schon hingestellt. Ach ja, die Nachfüllanlage wollte ich euch ja mal zeigen. Also das Becken steht immer hier drin. Und hier ist die Nachfüllanlage. Und da seht ihr es, ich habe die anderen drei jetzt geleert. Könnt ihr bei mir günstig erwerben, das Balling ABC. Ich habe nur noch All for Reef. Ich würde jetzt mal sagen, natürlich die falsche Flasche dafür, weil man da nicht so richtig reingucken kann. Aber das hatte ich erst vom Urlaub aufgefüllt. Gucken wir mal rein. Also das ist hier auch dieser Vierfach-Dosieranlage, hatte ich extra deswegen geholt. Ja, ist jetzt halt so, ne? So, wie voll ist die Ding jetzt noch? Ja, da so ungefähr. Den Finger da. Ja, noch voll genug. Dann reinige ich das gleich mal mit einem Tucheimer. Das ist ja einfach nur guck, ein bisschen Salzkristalle. Das ist nichts Schlimmes. So. Einzige ist, wenn sich die Flasche leert, zieht sie sich zusammen. Das habe ich noch nicht raus. Ob man das irgendwie ja optimieren kann. Es muss ja immer hier luftdicht sein, aber ich habe festgestellt, klar, jetzt dosiert der erstmal nicht, weil nichts mehr drin ist, aber ich kann gleich mit meiner App, kann ich das dann gleich so lange drehen lassen, bis hier der Schlauch wieder voll ist. Also macht euch da keine Gedanken. Ja. Und hier hinten ist ja mein Elektrobereich. Den habe ich immer auf die Tür, wenn ich wegfahre, weil dieses Modul vom Licht macht schon ordentliche Hitze. Vom Reef Light. Okay, jetzt geht's. Ist aber natürlich auch offen. Ups, oh, hier sind die Kabel alle gespannt. Habe ich hier alle gerade rüber gespannt, weil da der restliche Steckplatz ist. Was da frei ist, ist für die Nachfüllanlage. Jo, da werde ich das alles wieder ordentlich machen, wenn das Becken voll ist. Hier ist schon das Ding wieder weggehopst. Ja, Wasserwechsel ist immer chaotisch. Naja, was heißt chaotisch? Also dieses Teil, weil es halt nicht hält, fliegt es immer weg. So, das meine ich mit chaotisch. Und wenn er Luft zieht, blubbert der halt so und macht so komische, blöde Geräusche. So, aber der soll halt hier auch den Müll, der hier rumgewirbelt wird, ein bisschen wegmachen. Ja, ansonsten sehen die Korallen hier echt toll aus. Also die lieben das hier. Oh, das wächst ein bisschen drüber, aber ich kann euch mal zeigen, wie ich das wegmache. Also ich habe ja leider kein Dings mehr. Der ist ja leider kaputt gegangen, keine Pinzette, weil die nicht für Salzwasser geeignet war. Aber ich das natürlich nicht mehr wusste. So, jetzt ist der Deckel hier auch wieder weg. Habt ihr was zu lachen? Ich wollte ja, dass das hier unten eher so wächst, also hier runter, also nicht hier hoch. Dann klemme ich das hier unten immer fest, also so wie hier, dass das unten wächst. Ist hier unten halt ein bisschen grün, weil hier ist natürlich kein guter Bereich für eine Koralle. So, ja, machen wir mal weiter und ich zeige euch dann das Endergebnis. Vielleicht mache ich mal hier so einen coolen Schnipp. Ja, und hier ist das fertige Ergebnis. Schaut mal. Also, ich habe noch nicht den Scheibe draußen geputzt. Das hole ich dann nach. Ich wollte euch jetzt einfach mal das Ergebnis schon mal zeigen. Denk mal, morgen ist dann noch schöner. Ihr seht's, die Scheiben sind blank.
die ersten Einsiedler machen sich über diesen Kram her, den ich reingeworfen habe. Ich habe nämlich von einem anderen Aquarianer ein bisschen, ja, Bodengrund ist es ja nicht, aber ein paar Steine gekriegt. Und ja, alle sind happy. Und ich finde es richtig, richtig schön. Auch wenn hier und da noch ein bisschen Dreck ist, aber das, ja, das geht mit der Zeit weg. Ihr seht, ich habe noch den extra Filter drin. Hier seht ihr mal das Strömungsbild, das ist schön. Und das Beste daran ist, wenn man an die Decke schaut, das macht so einen schönen Effekt. Und wenn man dann abends drin sitzt im Wohnzimmer und nur das Licht sieht, das ist immer so schön. Ja, sind noch nicht alle auf, aber man sieht es hier, dass es jetzt ganz schön bunt ist. Und die ist auch wieder aufgegangen. Also ich bin richtig zufrieden, wie es jetzt wieder aussieht. Und ich hoffe, euch hat das auch mal gefallen, hier so einen kleinen Einblick zu bekommen, was ich so, ja, mal mache. Ich habe jetzt nicht so viel filmen können, weil die Kids dann auch da waren. Aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend, egal wann ihr das Video seht. Abonniert mich gern und bis zum nächsten Mal.